Und willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Und so. Wir gehen jetzt zu der nächsten Erinnerung von Kellogg. Bis jetzt war es schon voll interessant. Ich bin mal gespannt, was wir noch alles herausfinden. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. Hä, du sitzt doch schon längst. Hey. Ist das? Es gab immer jemanden, den ein anderer tot sehen wollte. Manchmal ging es auch nur um eine Abtreibung. Ich hab grad Abtreibung gelesen und dachte so, what? Hä? Meistens sollte das Opfer ins Gras beißen. Geil. Manche dachten, sie könnten mich aufs Kreuz legen. Aber eigentlich nur, wenn ich irgendwo zum ersten Mal auftauchte. Mir war das egal. Für mich gehörte das irgendwie dazu. Ein kleines Extra für Lau. Ich hab mein Geld immer bekommen. So oder so. Okay. Ist das auch ein Engländer? Du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Girls. Was zur Hölle? Das Plakat, ernsthaft? Are you fucking kidding? Und du erledigst das geil. Ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also... Es geht um Folgendes. Da ist diese Familie. Wie das in so einer Bar voll locker besprechen. Ja, wer wollte tot sehen? Wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. Boah, ich finde irgendwie gar nicht, dass wir der Sache näher kommen. Was hat das jetzt alles mit dem Institut zu tun? Das sind eher so die Familiensituationen und so, die gezeigt wird. Es wird ja nur sehr gering gezeigt, was er da eigentlich genau macht. Und Mr. bisher. Kerl, ich bin froh, dass Sie sich das sieht schon treffen. Besser aus. Sie arbeiten also für das Institut. Moment, wer ist das? Es gab alle möglichen Gerüchte über das Institut. Aber mir war schnell klar, dass es oft einfach als Buhmann herhalten musste, wann immer etwas Schlimmes passierte. Ja, das stimmt schon. Es existierte, ja. Aber die Leute dort hatten keine Ahnung von der Arbeit an der Oberfläche. Sie verließen sich bei allem auf ihre Sins. Sie hatten die Mittel, die ich brauchte. Und ich hatte das Wissen, das sie brauchten. Okay. Wir hatten ein dauerhaftes Arrangement, was mir gut in den Kram passte. Interessant. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Hässliche Rüstung, ey. Wie Sie sehen können. Was willst Creepy. Du? Creepy, der hat mich gerade angeguckt. Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn Sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, können Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748. What? Aha! Der hat die Pro-Skills. Ja, nicht schlecht. Systeme offline. Hot, hat sie sich so gedacht. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Ja, hoffe ich doch. Wir sind jetzt schon ziemlich lange auf dem Weg. Das Hirn aus. What? Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Ja, yes, let's go. Manuelle Steuerung initiiert. Aber es waren doch schon mal ein paar Hinweise. Die Frau könnte man doch bestimmt auch so verfolgen, nachdem ich die gesehen habe. Die Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Was sind die? Kapsel C6. Den Gang lang. Am Ende. Also auf jeden Fall irgendwo in einem Vault. Moment, warte mal. Ist das die Szene, wo die... Moment, bin ich das? Das bin ich! Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, sie am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einer verweichlichten Vault-Bewohnerin schon fertig werden. Oder auch nicht. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald herausfinden werden, was ihnen tut. Mein hübscher Mann. Wenn sie mich ausschalten konnte... werden sie sich nicht lange vor ihr verkriechen können. So ist es. So, jetzt nochmal zu meinem hübschen Mann. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste.
Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Aber es war besser so herum. Besser als ihm das Kind zu rauben und ihn dann am Leben zu lassen. Oh. Okay. Toll, dass wir es jetzt wieder miterleben dürfen. Das ist bestimmt eine richtig tolle Situation. Da. Wer ist das? Ach Moment, das könnte ich mir vielleicht auch noch angucken. Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem kräftigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Aber sie brauchten mich. Und ich sorgte dafür, dass ihnen das klar war. Okay. Mach sie auf. Hä, hey, was? Der Typ lebt auch noch? Hä, aber... Hä, die scheinen aber alle so quasi irgendwie wieder aufgelöst zu werden. Warum sind die dann alle da drin geblieben? Ich habe die Tür auch irgendwie aufgekriegt. Komm her. Komm her, Baby. Ach nein. Jetzt habe ich das wieder ansehen. Lassen Sie den Jungen los. Nein, lass ich. Ich sage Ihnen das nur einmal. Okay, ich guck weg. Ich möchte das nicht schon wieder sehen, wie mein hübscher Mann abgeschossen wird. Verdammt. Ach, that's so rude. Ja, für euch alle. Immerhin haben wir noch den Ersatz. Den Ersatz? Was für ein Ersatz? Geht es um die Gene von dem Jungen? Ist da irgendwas Besonderes dran? Was Public Occurrences? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut, oder? Es war wie alt ist der bitte? Mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Was? Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Oh, wie scheiße! Ich hab den voll verpasst! Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Oh, geil. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Du hast es aber verschissen! Du hast dir das ausgesucht! Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Oha. Was zur Hölle? Guck mal, es wird die ganze Zeit auch über Piper gelabert. Ja, die reden ja nicht mehr. Genau. Was? Wo kommt der denn auf einmal her? Die Sins könnten problemlos als Menschen durchgehen. Stimmt. Und manchen ist das auch gelungen. Wo man schon den Sprung sieht von denen, die der eben noch erschossen hat, als er in dem Büro war. Dass sie nicht erkannt werden. Sie waren Tötungsmaschinen. Schnörkellos und einfach. Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Virgil. Das scheint die Information zu sein. Meer. Hier ist seine Akte. Im leuchtenden Meer, wo auch immer das sein mag. Wow, da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Ist jetzt die Frage, wann das genau passiert ist? Dann nimmst du den Jungen. Ob er überhaupt zu der Mission gekommen ist oder ob wir ihn vorher schon getötet haben? Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja. Stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Oha, was haben die denn erzählt? Also, tschüss. Tschüss an die. Boah, aber wie alt der ist, hallo? Hä, der sieht aus wie 11 oder so. Der war ein Baby. 688, bereit für hä, wie kann denn das bitte funktionieren? Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Aha. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Hä? Warum sollte ich da nicht bereit sein? Das kann ich mir angucken. Achso, nee, da komme ich raus. Hä? Okay, habe ich mich ja gut umgesehen. Aber ich meine, was hätte ich sonst machen sollen? Gott, erstmal alles sacken lassen, was gerade passiert. Aber warum... Ich verstehe nicht, warum der so alt ist. Weil der wurde ja als Baby geklaut. Die haben den mitgenommen und dahin geschleppt. Haben die irgendwas benutzt, um den zu Eltern zu lassen? Aber das verstehe ich jetzt gerade echt nicht. Weil der Kälteschlaf war ja. Und dann bin ich abgehauen und nach Diamond City gerannt. Und bis dahin können doch nicht irgendwie 8 Jahre vergangen sein. Wie das bitte? Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat.
Sowas hat noch nie jemand gemacht. Geil. Du dich? Geht, ne? Oh, da ist so ein Rennen in meinem Kopf. Ja, das meine ich eigentlich gar nicht. Ich dachte eher so von den Sachen, die ich sehen musste. Überrascht. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin. Nicht einmal, um sich zu verstecken. Muss das was heißen? Der Typ ist vom Institut. Ich finde ihn. Wenn wir Virgil finden müssen, gehe ich ihn suchen. Wenn du gehen musst, dann bereite dich gut auf die Strahlung dort vor. Der Ort ist sonst leuchtendes Meer. Das finde ich immer so spannend. Hancock? Okay. Bürgermeister Hancocks Erinnerungen sind nun, sagen wir einfach, wenn du ihn jetzt für gut aussehend und draufgängerig hältst, dann hättest du ihn mal sehen sollen, bevor er zum Ghoul wurde. Und ich dachte, ich weiß, wie man Spaß hat. Okay. Das klingt schon mal ganz cool. What? Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. What the fuck? Mami? Kellogg, bist du das? Was? Wovon redest du überhaupt? Hat er mich nur verarscht? Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch... Oh mein Gott. Voll creepy. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Vor allem, warum könnte ein totes Gehirn von Kellogg dann auf meine Antwort antworten mit einer aktuellen Aussage? Bye, Mom. Wir sehen uns, Nick. Bye, tschüss. Du Nichu. What? Am Arsch der Welt. Ja, okay. Was, da war ich schon mal? Aber ich will nicht, dass... Warum auch immer. So richtig weit weg, aber okay. Wie auch immer. Da müssen wir jedenfalls hin, zum leuchtenden Meer. Und den Typ finden. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich so leicht gestaltet, wie es klingt, weil hier klingt es so, ja, ist voll easy, den zu finden. Ja, ja, der hängt da einfach rum. Vor allem, weil den noch niemand aus dem Institut gefunden hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es direkt klar wurde, dass Kellogg getötet wurde. Ich denke schon, dass es den Leuten im Institut wahrscheinlich aufgefallen ist. Sieh dir diesen Ort nur an, Blue. Ich weiß, hübsch, na, wie ich. Wo ist er? Hä? Bip! Die Mugge ist mal wieder ultra dramatisch, ey. Ich atme schon so komisch. Das ist das strahlende Meer. Wo ist denn hier bitte ein Meer? Ich sehe hier nirgendwo ein Meer, aber ist okay. Whatever. Es sieht auf jeden Fall schon sehr strahlend hier aus. Oh, guck mal, das ist so bling, bling, am Horizon so bling. Was? Das ist am äußersten Arsch der Welt. Natürlich. Okay. Egal, ich gehe einfach durch die durch. I don't care. Vor allem ist das hier Lava. Ah! Oh mein Gott! Scheiße. Der ist in mir gespawnt. Das ist echt nicht nett. Oh mein Gott. Da kann man mich schon heftig mit erschrecken. Vor allem, weil hier auf einmal so 30 kommen, ey. Übertreiben kann man es aber auch, ne? Und so schön finde ich die jetzt auch nicht. Sind jetzt auch nicht meine Besties, ja? Ah, fuck. Die stehen alle in meinem Gesicht. Molotow! Molotow! Oh mein Gott. Bye. Ah, klar. Rennen wir doch immer noch hinterher. Gar nicht übertrieben. Wo ist Piper? Oh. Oh. Oh Gott, ey. Herrgott. Was? Die Strahlung ist aber echt unnormal hier gerade. Okay, da ist er. Ist er das? Oh mein Gott. Stehen, Fremder. Du näherst dich Atoms geheiligtem Boden. Atoms geheiligtem Boden? Bitte? Rede. Oder du wirst in seinem Das will ich sehen. Ich bin hier, weil ich eure Hilfe brauche. Suchst du Spaltung? Spaltung? Bist du gekommen, um mit Atom zu verschmelzen, um in seiner unendlichen Größe gespalten zu werden? Oder willst du seinen Anhängern schaden? Was labert ihr eigentlich? Virgil? Ich suche nach jemandem namens Virgil. Virgil? Ja, wir kennen diesen Virgil. Ah, die hat voll die Akne im Gesicht. Von ihm? Information. Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Er hat Zuflucht bei Atom gesucht. Ich möchte erst mehr darüber wissen. Klar. Und was willst du von ihm? Warum interessiert dich das? Was kümmert dich das überhaupt? Er ist doch nicht mal einer von euch. Das ist wahr. So. Er ist kein, Kind des Atoms. Aber er hat Zuflucht in Atom. Hey, und was willst du von ihm? Die sind alle ein bisschen gestört. Ich brauche deine Hilfe, um ins Institut zu kommen. Ich habe von diesem Institut gehört. Sie verstecken sich, wollen Atoms Macht entdecken. Okay. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Ein Affront? Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst keinen Kontakt. Ach Gott, nein, nicht wirklich. Du findest ihn südwestlich des Kraters. Geil!
Du solltest dich vorsichtig nähern. Are you kidding? Ich glaube nicht. Jetzt darf ich auch noch in so eine Höhle in diesem Ding hier rennen. Sein wird. Was? Ja, das wird ja geil, ey. Wie soll ich hier bitte irgendwen finden? In diesem verstrahlten Ding, ey. Das ist echt zu heftig für mich. Okay, aber dann möchte ich sagen, wir beenden den Part. Und dann machen wir uns auf, um weiterhin Virgil zu finden in seiner komischen Höhle, wo er sich irgendwie versteckt oder so. Schreibt mir was in die Kommis und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, Chakabra.